Susi Ola, bürgerlich Ilona Fazekas, lebte in Ungarn. Sie trug auch den Spitznamen Tante Susi. Ihr Geburtsdatum ist nicht bekannt. Die Bauerntochter lernte lesen und schreiben, obwohl es im Dorf keine Schule gab. Sie soll in ihrer Jugend eines der schönsten Mädchen im sogenannten Theisswinkel gewesen sein. Sie wurde Hebamme und heiratete in Budapest. Ihr Mann jedoch starb früh und schon mit 23 Jahren kehrte sie ins Dorf zurück. Sie wurde Vertrauensperson vieler Dorfbewohnerinnen, führte illegale Abtreibungen durch und half bei Geburten. Die abergläubischen Menschen glaubten bald an übernatürliche Kräfte Olas, auch dadurch, dass sie zwei Pistolenschüsse nur leicht verletzt überlebte. Der Sohn der ehemaligen Hebamme, welche auf mysteriöse Weise verschwunden und ein Jahr später angeblich ertrunken aufgefunden wurde, ahnte wohl bereits, dass Ola dahinter steckte und hatte auf sie geschossen. Spätestens 1911 begann Ola schließlich ihr düsteres Treiben auszuweiten. Am 29. Juni 1929 nahmen Gendarme 5 Frauen, darunter die etwa 60-jährige Ola, auf einem Dorffest in Gewahrsam und verhörten diese. Seit 1919 war die Sterberate in der Gemeinde sprunghaft angestiegen und dies betraf seltsamerweise nur Männer. Die Sterberate der Gemeinde war um 30% höher als gewöhnlich. Die Frauen wurden verhört und mussten schließlich freigelassen werden. Ola ließ sich mit einer Kutsche nach Hause fahren. Zwei Beamte waren ihr jedoch mit Motorrädern vorausgefahren und sollten sie beschatten. Noch in dieser Nacht besuchte sie in ihrer Nachbarschaft 40 Häuser und sprach mit den dort lebenden Frauen. Die Beamten fertigten Skizzen an und dokumentierten alles, was sie sehen konnten. Gegen Mitternacht hatte sie diesen Rundgang beendet und ging nach Hause. Die Männer beobachteten, wie von Mitternacht an schattenhafte Gestalten nach und nach in Richtung Friedhof schlichen. Als sie den Friedhof schließlich aufsuchten, war niemand zu sehen. Doch einige Grabkreuze schienen schief zu stehen und es war ziemlich offensichtlich gegraben worden. Die Männer eilten zu Olas Haus und brachen die Tür auf. Doch sie saß nur auf dem Sofa und lächelte. Sie hatte sich mit Lysol vergiftet. Der Versuch, ihr Wasser einzuflößen, scheiterte und sie starb. 4 Tage später wurde in einer großen Exhumierungsaktion festgestellt, dass Leichen vertauscht worden waren. In Gräbern von Frauen fand man nun die Überreste von männlichen Verstorbenen. Als die Untersuchungen sich herumsprachen, nahmen sich mehrere Frauen das Leben. Andere gestanden ihre Ehemänner, Väter, Brüder und Neugeborene vergiftet zu haben. Das Gift habe Ola ihnen gegeben. 18 Jahre lang waren diese Morde unbemerkt geblieben. Wegen 102 Todesfällen wurde Anklage gegen 41 Frauen erhoben. Hätte sich die Anführerin Ola und einige weitere Frauen nicht das Leben genommen, hätte man mehr als 150 Morde verhandeln müssen. Die Urteile waren verschieden. Von 5 Jahren Zuchthaus bis lebenslanges Zuchthaus und auch einige Todesstrafen wurden verhängt. 6 der angeklagten Frauen fanden den Tod am Strang.